finde es hochinteressant, wenn Sie das schildern, weil dann kann man es nachvollziehen, Herr Faltin, aber man sieht, dass vor dem Staat die eigentliche Arbeit liegt, und zwar eine lange Überlegung, wie Sie sagen, das Einarbeiten, wo man gerade heute mit dem Internet, mit diesen zugänglichen Wissen und Informationen die Chance hat, sich in solche Themen einzuarbeiten. Also die wirkliche Aufgabe der Unternehmensgründung, die sehen die meisten, wenn das Unternehmen startet, dann fangen die an. Aber in Wirklichkeit liegt sie vorher, nämlich im Konzept, in der Idee, in der Überlegung, wie man anders als bisher ein Unternehmen auf die Füße stellen kann. Das Wort Idee ist im Deutschen problematisch. Das sollte man beinahe nicht verbieten, aber aus dem Verkehr ziehen. Das Wort Idee klingt so nach, naja, Ideen gibt es viele und Ideen sind so idealistisch und da gibt es halt Leute, die haben Ideen und die anderen machen die Arbeit und so. Also das Wort Idee ist im Deutschen nicht hilfreich. Im Englischen ist das Wort Idea mehr das, was wir im Deutschen Konzept nennen. Also ich brauche ein, neudeutsch heißt es Business Model. Ich brauche eigentlich vor der Gründung ein überzeugendes Business Model. Und da sage ich Ihnen, das ist harte Arbeit, wie Sie auch eben gesagt haben. Da steckt viel Recherche drin. Erstmal also lange, monatelange Recherche, bis ich überhaupt dieses Fach gut verstehe und verstehe, wie die anderen denken. Und dann muss ich gucken, kann man das nicht moderner, sei es mit Digitalisierung, mit modernen Handelsmethoden, mit was immer anders aufziehen und komme ich da nicht auf bessere und kostensparendere und ressourcensparendere oder ökologisch überzeugendere Ergebnisse. Also dieses Entwicklung eines neuen Konzepts, Entwicklung eines neuen Business Models, das ist harte Arbeit, aber es ist möglich, weil ich das Wissen heute zur Verfügung habe. Früher war das so mehr Geheimwissen. Wenn jemand aus Ägypten Baumwolle importieren wollte, dann musste er ziemlich viel wissen, vertrauensvolle Partner, er musste viel von Baumwolle verstehen, er musste wissen, wie man so die Finanzen da nach Ägypten bringt. Das brauchte alles gute Kontakte und das war viel betriebliches Geheimwissen, sage ich mal. Das sind heute alles standardisierte Sachen, das kann jede Bank, das kann jeder Baumwollbroker, das ist alles standardisiert, darauf können Sie setzen. Das ist die große Chance für Außenseiter. Und das ist die Gefahr für die etablierten Firmen, dass Außenseiter reindrängen, sich dieser Methoden bedienen und ihnen ihr alteingesessenes Geschäft streitig machen. Das ist eben der Fall. Und das ist Schumpeter. Das ist so, das kann man gut finden oder nicht. Aber das ist die Chance für die Neuankömmlinge und das ist bitter für die Etablierten. Aber das ist für gesamtgesellschaftlich natürlich schon auch gut, weil Innovation natürlich für die Verbraucher und für die Gesamtwirtschaft schon eine gute Sache ist. Das muss man laut sagen. Der Fortschritt einer Gesellschaft, einer Wirtschaft besteht in Produktivitätsfortschritten.